Ich bin Nadja, ich bin auch Henne-Ei. Das ist meine Firma, die ich vor einem Jahr gegründet habe, eine Ein-Mann-Firma. Für mich ist die Frage nach Henne-Ei keine Oder-Frage, sondern eine Und-Frage, weil wir sind ja alle ein Ei. Aus uns kann noch was werden, ob ein Schwan, ein Huhn oder ein anderer Vogel. Wir sind aber auch alle ein Huhn oder ein Vogel. Wir sind ja alle schon was. Wir sind im Beruf, wir sind Menschen, die Familie haben oder andere Verpflichtungen, Hobbys und so weiter. Da ich ja Psychologin bin und viel Coaching, Mentoring mache, ist es auch meine Haltung, wo ich sage, jeder, der kommt und eine Frage hat, ist ja schon was und bringt auch eine ganze Menge mit, aber er möchte scheinbar ja noch was werden. Mehr Werbung folgt noch ein bisschen. Ich möchte damit anfangen, ich war letztes Wochenende auf einer ebenfalls kostenlosen, super Veranstaltung von der Firma Intrinsify Me, ist keine richtige Firma, ist auch so eine Art Verein von Leuten, die ähnliche geistige Haltung haben und da habe ich zum einen eine sehr spannende Übung mitgemacht, die ich mit euch gleich kurz mache, damit wir alle ein bisschen wach sind. Und zum anderen einen Satz gelernt, mit dem ich nachher meinen Vortrag starte. So, zum Schluss. So fängt es immer an. Zum Anfang möchte ich nicht, dass ich denke, ihr seid nicht wach, aber einfach um zu testen, ob das mit dem Impuls weitergeben funktioniert. Ein paar von euch kennen es schon, ich gebe dir einen Schnips. Und wir machen das erstmal nur in der ersten Reihe. Der Schnips soll bitte möglichst schnell mit einem Blickkontakt durch die Reihe zu mir zurückkommen. Danke. Jetzt machen wir die Challenge. Ich fange in der zweiten Reihe an. Und ab da, wo es dritte, vierte und so weiter Reihe gibt, sind diejenigen bitte verantwortlich, dass jeder mal drankommt. Nimmt alle mit. Gut, danke. Das war mit der Software, das üben wir jetzt noch mit der Hardware. Ich möchte, dass jeder von euch so eine Karte hat. Das machen wir aber, während ich dann anfange, weiterzusprechen, weil das funktioniert, glaube ich, auch ohne. Wie gesagt, ich war auf dieser Veranstaltung und wir haben da viel diskutiert und auf einmal tauchte ein Satz auf dem Flipchart auf. Das verwirrt mich jetzt. Ich mache das jetzt wieder weiß. Der Satz hieß: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich bin ja ein sehr großer Fan von kurzen Zitaten, von kurzen Sätzen. Diese hat für mich eine ganze Menge zusammengeführt von ganzen wirren Gedanken, die ich so normalerweise habe. Jeder, der das Bild auf der Ankündigung für die heutige Veranstaltung gesehen hat, hat sich vielleicht gefragt, wieso heißt sie Lazy Nadja? Eigentlich sieht sie mehr aus wie eine Crazy Nadja. Also ich habe eine Menge Gedanken, die nicht immer zusammenpassen, aber mit diesem Satz passten plötzlich ganz viele Gedanken zusammen. Zum Beispiel, warum sind manche von uns so gerne unglücklich? Oder wie wird man Politiker? Oder warum gibt es Burnout? Oder was treibt Organisationen an? Was treibt uns an? Und wenn wir darüber sprechen, was ein richtiges oder falsches Leben ist, dann sind wir diejenigen, die es entscheiden. Also nicht jemand kann mir sagen, dein Leben ist falsch, sondern kann ich nur selber für mich entscheiden. Und wie entscheide ich? Was sind die Kriterien zu sagen, ich lebe ein richtiges Leben oder ich lebe nicht das richtige Leben? Wir sind ja eine Leistungsgesellschaft und da gibt es sehr viele äußere Faktoren, die einen dazu verführen, sehr schnell zu entscheiden. Ich bin richtig, weil ich habe ja einen tollen Beruf, ich habe Karriere gemacht, ich habe Haus, Boot, iPhone 5, all diese Sachen, die ganz schnell dazu verführen, zu sagen, alles ist top. Nur sind alle diese Sachen eigentlich keine, also die sind bleibend, aber die sind nicht dauernd glücklich machend und die sind mehr wie so eine Last, die uns das Gehen schwer macht, weil sie wie eine Ritterrüstung auf uns drauf kleben, während wir versuchen, die Schritte durchs Leben zu machen. Und daher ist einfach eine Überzeugung, mit der ich auch durchs Leben streite, ist, dass es das Tun, das Ausführen, das Starten, das Bewegen und das zu Ende bringen, wie Jens schon sagte, was dann bestimmt, ob das Leben richtig ist oder falsch. Und es war der Stefan, der vorhin meinen Denkprozess nochmal ein bisschen unterbrochen hat,
wo ich ganz schnell dieses "Wir haben die Weisheit verloren" eingefügt habe für mich, weil die Weisheit ist ja kein Gegenstand. Aber sie fehlt uns offensichtlich. Also sehr viele sind ja auf Sinnsuche oder auf Suche nach irgendwie anderem, was hinter dem Jobben und hinter dem Haben ist. Und offensichtlich ist ja dieses Bedürfnis da und auch immer mehr. Und viele sprechen, dass die sechste Kondratiewelle uns bald einrollt und all diese Sachen. Und die siebte Sünde wurde auch erwähnt mit der Trägheit. Und auch wenn ich dieses mit der Sünde nicht so ganz toll und sexy finde, finde ich, also ich bin totaler Verfechter vom Tun. Ich sage immer, egal, was für einen Plan du hast, fange schon mal an, mach den ersten Schritt und dann können wir darüber diskutieren, ob der erste Schritt ganz zielführend war oder in eine ganz verkehrte Richtung. Aber wenn man stehen bleibt, dann findet man es ja nie raus. Und bei diesem Tun und bei diesem Rausfinden, ob ich im richtigen Leben das tue, kann man sich ja immer fragen, tue ich das, was ich gern mache, tue ich das, was ich liebe, durch das, was mich, meine Familie, meine Bekannten oder den Rest der Welt voranbringt oder bewegt oder besser macht. Also man kann anhand von dem Tun, finde ich, sehr gut messen, ob man für sich selbst im richtigen Leben steht. Nur ich kann es entscheiden. Ist es richtig, dass du hier hinter diesem Pult sitzt? Ist es dein Leben? Ist es richtig, dass ich hier stehe? Ist es mein richtiges Leben? Du musst die Frage nicht beantworten, aber wir können immer anhand von dem, was wir tun, können wir sehr schnell für uns rausfinden, und zwar innerhalb von ein paar Sekunden, wo wir stehen und ob das der Bauch uns sagt, ja, das ist mein Leben, das ist richtig. Hier bin ich und hier gehöre ich hin. Dann gibt es noch diese allgemeingültige Verführung, dass wir nach dem Glück suchen. Das ist ja auch ein Tun, was quasi parallel im Paralleluniversum ein bisschen stattfindet, denn man kann sich ja mal bei dem, was man tut, immer entscheiden, mache ich A oder B. B klingt besser, mach mich glücklicher oder könnte mich zu mehr Glück führen. Und auch da gibt es die Verführung zu sagen, wenn ich mir etwas kaufe, bin ich glücklicher. Ich bin immer noch Verfechter davon, dass Dinge halt auf Dauer uns nicht glücklich machen, sondern Ergebnisse, die durch das Tun entstehen. Und ein Buch, was ich sehr gerne mag, die 4-Stunden-Woche, das sagt, dass der Gegensatz von Glück nicht Unglück ist, sondern Langeweile. Und da könnte man auch ketzerisch sagen, alle, die auf der Suche nach Glück sind, sind bloß auf der Flucht von der Langeweile. Und die anderen haben sich mit der Zufriedenheit abgefunden. Aber es ist eine Frage, keine Behauptung. So, und dann habe ich noch die Beobachtung gemacht, die füge ich jetzt an eine Perlenkette einfach hinzu, dass die meisten Menschen eigentlich nicht wissen, was sie wollen. Also wenn ich jeden einfach so frage, beim Tee, Kaffee, Bier, was auch immer, was willst du eigentlich? Dann kommt selten so ein ganz klarer Satz immer auf eine Folie, wie so ein Zitat schreiben können und sagen, Maya Müller-Schulze möchte ABC. Wir wissen oft, was wir nicht wollen. Das können wir meistens viel besser formulieren. Das funktioniert komischerweise bei Kindern genauso. Ich habe auch Kinder gefragt oder auch meine Kinder, was wollt ihr denn, was macht euch glücklich? Und da kommen eher so Sachen, was sie nicht wollen oder was sie nicht so toll finden. Das ist scheinbar irgendwie allgemeinmenschlich. Und diese Arbeit an dem Punkt für sich dann zu finden, was macht mich denn glücklich oder was ist mein Leben, was bin ich, was gehört zu mir, das ist eine schwierige Arbeit und die dauert lange. Und auch hier für mich eine schon fast erschreckende Erfahrung, dass die Menschen, die dann diesen Schritt gegangen sind und die für sich herausgefunden haben, was für sie das Ding ist und was sie tun müssen, um dahin zu kommen, kaum haben sie das formuliert oder beschrieben, Bild gemalt, schon haben sie eine irre lange Liste mit Sachen, mit Begründungen und Ausreden, warum sie das gerade jetzt nicht tun können. 5 Sekunden. Also wir arbeiten 5 Monate an einem Thema und wir finden es und wir formulieren es und dieses etwas in den Augen, was sagt ja und dann aber. Ich könnte und ich vielleicht morgen und ich muss nur ganz schnell noch einkaufen und dies und das und dann wird die Liste immer länger. Und dann wird es in eine Schublade getan und ja, ich habe es gesammelt, immer wieder, diese Begründung, diese Ausreden, diese Sätze, die immer wieder kommen. Ich habe sie ein bisschen strukturiert, zusammengefasst, hübsch gemacht. Dann habe ich mich damit befasst, was sind die Hintergründe davon, also warum kommen die Menschen so schnell mit diesen ganzen Ausreden, warum wollen sie scheinbar nicht glücklich sein oder wollen nicht ihr Leben in die Hand nehmen, ihr Leben für sich gestalten. Und da auch eine sehr banale Schlussfolgerung gekommen, dass es mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat
und mit der Tatsache, dass man dafür sich selbst lieben muss. Wird vielleicht jetzt ein bisschen esoterisch, ist aber so. Ich habe das in einem Pixie-Buch zusammengefasst. Das sieht so aus. Das eine oder andere kennt hier es vielleicht, weil Roland das sehr aktiv hier im Süden vertreibt. Das ist ein Arbeitsbuch. Das ist also kein Pixie-Buch, wenn man es von den Kindern kennt, wo also nur Bilder drin vorkommen, also kommen auch Bilder vor, aber es kommen auch Vorführeffekte, es kommen ganz viele weiße Seiten vor. Also es dauert ungefähr ein paar Monate, bis man das Buch wirklich durch hat. Wie gesagt, Werbepause jetzt hiermit auch vorbei, weil es nicht in die verbleibenden 12 Minuten passt, zusammenzufassen, was da entsteht. Und ich wollte euch noch ein paar Sachen erzählen. Ich habe einen Link zugeschickt bekommen vom Freund von einem Bericht auf stern.de. Da hat eine Frau, die in Australien Sterbende begleitet hat, sie gefragt, was sie denn bereuen am Ende ihres Lebens. Und sie hat dann ebenfalls alles, was genannt wurde, strukturiert und nach Häufigkeit sortiert, ein Buch darüber rausgebracht. Und die häufigste Sache, die genannt wurde von den Menschen, ist, dass sie bereuen, nicht den Mut gehabt zu haben, ihr eigenes Leben zu leben. Sie haben oft genannt, sie haben dann das Leben gelebt, was andere von ihnen wollten oder so getan, als wäre das das Leben, aber es war dann nicht so. Und der zweite Punkt, mit dem wollte ich eigentlich ein bisschen an das Thema von heute anknüpfen, weil wir hier so viel von Projektmanagement und Arbeiten reden. Das zweite Thema, was am häufigsten genannt wurde, ist, ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet. Und eigentlich hatte ich auch kurz den Impuls, euch die verbleibende Zeit mit diesen zwei Gedanken hier sitzen zu lassen und zu sagen, in 10 Minuten reden wir drüber. Aber ich glaube, ihr seid erwachsen, ihr könnt das auch mitnehmen. Jetzt das mit den Karten. Ich möchte euch bitten, dass ihr auf diese Karte aufschreibt, was ihr für euch, also für myself, nicht für jemand anders, tun würdet, wenn ihr nur noch 24 Stunden zu leben hättet. Gesundheit. Wer keinen Stift hat, es gibt einen Trick, man kann es auch mit dem Finger schreiben, es bleibt dran, wenn man es in die Tasche tut und morgen auspackt, man weiß, was man geschrieben hat. Also das gilt nicht als Ausrede. Also es geht nicht darum, etwas zu regeln oder sich zu verabschieden oder zur Bank oder irgendwo hin, sondern das, was ihr sagt, das ist für mich. Gut. Ihr wisst jetzt auch, was diese Karte ist. Das ist eine Hausaufgabe, die ihr für die nächsten 24 Stunden bekommt. Wer jetzt die Ausreden sofort hat, warum man das nicht tun kann, ja, kann sich diese auf die Rückseite der Karte aufschreiben und das dann tun. Also als Projekt sozusagen. Also ihr könnt es selbst gestalten, seid erwachsene Menschen. So, und eine letzte Impulsgeschichte, die ich zum Schluss hinzufügen wollte, ist, ich bin ein totaler Fan von Pareto, weil ich faul bin und ich sage immer mit 20% von irgendwas, erreiche ich immer ein 80%iges Ergebnis. Das funktioniert tadellos und das nutze ich überall im Leben, im Berufsleben, im Privatleben. Und dann gibt es noch so eine zweite Tatsache, dass wir medizinisch nachgewiesen nur 10% von unserem Gehirn benutzen. Und ich glaube, dass wir dann auch nicht alles von unserem Körper benutzen und schon gar nicht von unseren nicht körper- oder kopfbezogenen Fähigkeiten, die aus Seele, Geist oder sonstigen Zwischenkontinuen entstehen können. Und dann möchte ich einfach noch eine Frage oder eine so Geschichte, um sich abends darüber den Kopf zu zerbrechen, mitzugeben, was wohl wäre, wenn wir, also bekannt 2080 und wir nutzen 10, was in der Welt alles passieren könnte, wenn wir einfach nur noch 10% on top tun würden. Von Kopf, von Körper und von dem Rest von uns. Vielen Dank.